Ey, jetzt mal ohne Witz, wer geht denn mit der Platten zu Fünfer? Servus, herzlich willkommen hier zu einem Reaction-Video. Mit dabei, der Roberto. Hi. Ja, und zwar, wir hatten eine glorreiche Idee gehabt. Wir kennen ja beide das TÜV-Tür-YouTube-Kacke. Schon mal gesehen, oder? Das fängt schon an, ey. Hinter der Kamera Anna, auch hallo Hirschmann, damals schön fürs Film. Danke dir. Danke dir, gell. Wir haben jetzt keine Kosten und Mühen gescheut und sind jetzt hier nach Gmünd rüber gefahren, um das Ganze zu filmen. Ja, dann erstmal auf das Video. Prost. Prost. Challenge dabei, wir dürfen nicht lachen, das heißt ein Mucks und eine Backpfeife, oder? Für die Türkei ist es noch ein weiter Weg, bis in die Türkei. In mancher Hinsicht erfüllt das Land nicht die Anforderungen. Das ist so toll! Stopp! Also, können wir wieder ein bisschen machen hier, oder? Sind wir schon flott unterwegs? Dankeschön nochmal, gell? Bitteschön. Ey, was ist das bitte? Ohne Witz. Noch nicht mal 30 Sekunden gelaufen. Okay. Wollen ja heute noch irgendwie noch nüchtern ins Bett gehen, ne? Das sagst du. Ja. Verteilt über das ganze Land hat der deutsche TÜV Süd auf Geheiß eines Bauern aus der Gegend von Analia Prüfstationen eröffnet. Muss jedes Auto alle 2 Jahre zum FÜD. Ein Fall für TÜV-Mann Ömer Schober. Bremse sitzt sehr gut. Scheinwaschanlage funktioniert. Und beide Reifen vorne sind einmal jetzt. Durchgefallen. Geprüft wird genau. Ey, was ist das? Durchgefallen. Oh, fuck. Läuft die Aufnahme noch, oder? Kontrolliert man sich erst, bevor alles umsonst war. So, nochmal. Cheers. So, ein paar Minuten. Die Prüfer sind Türken, die Vorschriften deutsch. Unten sein Schaffe ist. Geprüft wird mit deutscher Gründlichkeit, deutschen Regeln und deutschem Stolz. Ingenieur Thomas Deutschmann ist Ingenieur. Er ist deutsch. Ich bin zu 100% deutsch. Thomas Deutschmann ist deutsch. Die Zahl der Verkehrstoten ist doppelt so groß wie im Durchschnitt der Europäischen Union. Thomas Deutschmann schert das wenig. Er ist deutsch. In den traditionellen Autowerkstätten werden Schrottreifenschaftsfahrzeuge. Wer macht denn so eine unsinnige Arbeit? Ja, das steckt da noch. Oh Gott. Ich glaube, danach gehen wir noch zu Megas. Irgendwie noch Stadtdrift oder sowas. Ich am Steuer natürlich. Einmal um die Kirche driften, wie damals. Genau. Umgefickt werden, hat man sich an die Wichse aus Europa noch nicht so recht gewöhnt. Bis vor kurzem existierten noch Schlupflöcher. Der Wagen ist beim TÜV durchgefallen. Also sind wir einfach zum Prüfer gefahren und haben seinen Knoblauch geklaut und seine Ziege gefickt. Der Wagen ist sofort durchgekommen. TÜV-Prüfer hassen diesen Trick. Bis Ende letzten Jahres existierten in einigen Regionen noch die sogenannten Jala-Jala-Stationen. Inzwischen sind sie geschlossen. Doch kurz vor ihrem Exitus waren sie noch nicht geschlossen. Für viele Besitzer reifer Karotten war dies die letzte Chance, bevor der TÜV die Weltherrschaft übernahm. Doch manchmal wurde es Ey, jetzt mal ohne Witz, wer geht denn mit der Platten zu Fünfer? Ey, mein Captain Jack ist schlecht leer, Alter. Mann. Ich hab noch Heineken. Na ja gut, ein paar Videos haben wir heute noch, ne? It was at this moment that he knew. He fucked up. Hast du nicht gemerkt, was mit deinem Steifen los ist? Kumpel, mach doch erstmal die Untersuchung, Kumpel. Und dann wichse ich den Steifen. Geht das nicht? Nein, Alter. Von deinem Kumpel, du Plattfisch. Der hat ja wohl keine Ahnung. So wie der fährt, so fickt er vermutlich auch. Hör mir auf, ey. Das war der Beste. Gegen die Promille, oder? Alle wurden nach deutschen Normen geschult, außer Ömer Çoban. Der hat 12 Jahre lang bei Unterhalt in der Hut gearbeitet und nichts gelernt. Keinen Winkel des Landes verschont der Türken.
Mit mobilen Stationen fappen die Prüfer die dünn besiedelten Provinzen an. In jedem Dorf der gleiche Bild, das gleiche Text. Außer in Offenbach. Achtung, Achtung! Jetzt geht's ab, Alter. Ab hier! An der Schwanzmeerküste, wo die Menschen sehr religiös sind, sind die Menschen in der Regel nicht besonders religiös. Und viele trauen sowieso eher irgendwelchen Knechten als irdischen Mechanikern. Das ist wurde ein Scharsch geopfert, damit Allah den Bus nicht verflucht und... Nee, Spaß. Eigentlich habe ich elf Kinder überfahren. Du bist so ein Lehrer, Mann. Alter, ey, darauf kriegt man. Und das Schlimme ist, die Uhr liegt bestimmt immer vorbei. Der Fahrer des goldenen Vieh ist an der Reihe. Ich bin mir sicher, dass der Wagen durchkommt. Guten Tag, mein Herr. Ihr Wagen hat einige erhebliche Mängel. Was? Zum Beispiel die Farbe der Stinker. Das sind die Analstinker. Andere gibt es gar nicht. Eine Mutter ist ein Analstinker. Der Fahrer ist zutiefst in seinem Argus verletzt. Der übertrieben lange Schwanz der Prüforganisation reicht bis in die entlegensten Feuchtgebiete. Hauptfortbewegungsmittel ist dort das Gammeltaxi. Herzlich willkommen. Halt's Maul. Bitte gehen Sie auf die andere Seite und wichsen Sie draußen. Wir beginnen jetzt mit der Untersuchung. Hier hat er keine Gurke. Irgendwas hat er wohl verstanden. Warum hast du hinten keine Gurke einbauen lassen? Dumm ist jetzt nur, dass dafür wieder die volle Gebühr anfällt. Warum? Wegen der Gurke? Ist das so schlimm? Bruder, das ist ein schwerer Mangel. Das kann sein. Ja. Beruhigen Sie sich. Ja. Der ganze Zirkus ist mit einem Schadensteifel, damit die Gemüsekonzerne ihre Gurken loswerden. Das muss man doch nicht. Und falsch verstanden. Warum hast du hinten keine Gurke einbauen lassen? Dumm ist jetzt nur, dass dafür wieder die volle Gebühr anfällt. Warum? Wegen der Gurke? Ist das so schlimm? Bruder, das ist ein schwerer Mangel. Das kann sein. Ja. Beruhigen Sie sich. Der Gemüsekonzern ihre Gurken loswerden. Es dauert, bis der Mann einsieht, dass wohl Alter. Nicht weitergeht. Hallo, im Laden. Der Fahrer. Den Laden, Alter! Oh, ja, ich muss doch meinen Schluck, glaube ich, noch nehmen. Ich habe gerade nicht genommen, gell? Er hat gemacht, ich habe gesehen, aber ich habe nicht genommen. Erste Folge, dann... Ey, ich bin durch, ey. Ich schwöre, ich habe richtige Bauchmuskeln gerade. Du hast schon Sit-Ups gemacht, während dem Lachen, oder? Ja, so ungefähr, ja. Okay, stopp. So, das war jetzt noch ein bisschen was Lustiges und auch was anderes. Wir haben jetzt wirklich... bestimmt 3 oder 4 Videos aufgenommen bei Roberto, da kommen wahrscheinlich noch ein paar. Ich muss die aber zusammenschneiden, das braucht halt wirklich seine Zeit. Ich habe jetzt schon das eine jetzt hier, was Sie jetzt gerade sehen, zusammengeschnitten, diesen Moment, wo ich jetzt diese Aufnahme mache. Und ey, ich habe sogar einen Nachkampf während dem Schneiden gehabt, ey, abartig. Ich hoffe, es hat euch gefallen und auf einen Peace.